heutigen Tagesordnung. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 1, Aktuelle Stunde. Die Fraktionen von CDU und Piraten haben mit Schreiben vom 24. März diesen Jahres gemäß § 95 Absatz 1 unserer Geschäftsordnung zu einer aktuellen Frage der Landespolitik eine Aussprache beantragt. Das Thema dieser Aktuellen Stunde lautet: Landesregierung darf beim Breitbandausbau nicht weiter auf der Bremse stehen, und trägt die Drucksachennummer 5355. Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem Redner von Seiten der antragstellenden Fraktion Herrn Kollegen Schick das Wort. Vielen Dank, liebe Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Herr Minister Dün, wir müssen heute wieder einmal über das schnelle Internet reden, denn das ist das einzige Netz, was bei Ihnen nicht funktioniert. Ich würde es eher so formulieren: Das einzige Netz, was bei Ihnen intakt ist, sind die Spinnweben auf den Arbeitsmappen, die sich mit dem Thema Breitbandausbau beschäftigen. Obwohl, ein wenig Staub haben Sie ja dann doch aufgeblasen, als Sie zum runden Tisch eingeladen haben. Aber Herr Minister, die Zeit des Kaffeetrinkens am runden Tisch ist vorbei. Es muss endlich gehandelt werden. Mangels eigener Ideen haben in einem Antrag die CDU, die Piraten und die FDP Ihnen einen Weg aufgezeigt. 10% der EFRE-Mittel können verwendet werden, um etwas für den flächendeckenden Breitbandausbau zu tun. Bislang haben Sie sich dahinter versteckt, dass das rechtlich nicht möglich sei. Aber diese Argumentation ist im letzten Wirtschaftsausschuss wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Im Fachgespräch des Wirtschaftsausschusses haben Ihnen die Experten klipp und klar gesagt, dass EFRE-Mittel für den flächendeckenden Breitbandausbau verwendet werden können. In einer Pressemitteilung schreiben Sie, ich zitiere aus Ihrer Pressemitteilung vom 18. März, das Programm Wachstum und Beschäftigung ist das wichtigste wirtschafts- und strukturpolitische Instrument in NRW in den nächsten Jahren. Wir wollen es nutzen, um insbesondere unsere mittelständische Wirtschaft voranzubringen, Innovationen in wichtigen Leitmärkten zu unterstützen, den Klimaschutz und benachteiligte Stadtteile zu fördern. Ich frage Sie, hilft ein gutes Breitbandnetz mittelständischen Unternehmen? Fördert schnelles Internet Innovationen? Sind Stadtteile mit fehlenden Breitbandanschlüssen benachteiligt? Ich glaube, die Antworten sind eindeutig. Das Schlimme ist, dass Nordrhein-Westfalen hier einen erheblichen Nachholbedarf hat. Das wird schon deutlich, wenn man auf die Privathaushalte blickt. 16 Mbit, das braucht man, wenn man über das Internet Fernsehen schaut und nebenbei vielleicht noch im Internet surft. Das haben noch nicht einmal 70% aller Haushalte im halbstädtischen Bereich. Und wenn man auf den ländlichen Bereich schaut, dann sind dort über 40% der Haushalte unversorgt. Sie haben nicht die notwendigen 16 Mbit-Leitungen. Und meine Damen und Herren, das Problem potenziert sich ja, wenn ich auf die Gewerbebetriebe schaue. Die Gewerbegebiete befinden sich häufig in städtischen Randlagen. Das heißt, dort ist die Versorgung im Durchschnitt noch wesentlich schlechter und die Datenraten, die von Unternehmen benötigt werden, sind noch einmal wesentlich höher. Und das ganze Problem haben Sie freundlicherweise in einer kleinen Anfrage in der Beantwortung am Ende des vergangenen Jahres noch einmal deutlich gemacht. Ich habe mir die Zahlen für den Märkischen Kreis angeschaut. Der Märkische Kreis, nur zur Information, gehört zu den drei stärksten Wirtschaftsregionen überhaupt in Deutschland. Herr Minister, das wissen Sie natürlich. Sie versuchen ja dort durch Besuche mit abnehmendem Erfolg die Mittelstandsfreundlichkeit Ihrer Landesregierung immer wieder unter Beweis zu stellen. Aber wie gesagt, mit abnehmendem Erfolg. Die Technische Universität München hat sogar festgestellt, dass der Märkische Kreis die innovativste Region, der innovativste Kreis überhaupt in Deutschland ist. Und das bedeutet natürlich, dass auch ein entsprechender Bedarf an Datenraten notwendig ist. Und dann schaut man sich die Beantwortung der Kleinen Anfrage an. Sie selbst haben im Koalitionsvertrag angekündigt, 50 Mbit pro Sekunde für ganz Nordrhein-Westfalen. Und die Zahlen im Märkischen Kreis in dieser innovativen Region sind dann in meinen Augen 0%.
Fährt man ein paar Meter weiter nach Kirspe, sind es immerhin 0,04%. Und kommt man nach Balve, sensationelle 1,02%. Also das sieht, wie stark diese Region dank Ihrer Politik mittlerweile abgehängt ist, obwohl diese Unternehmen doch weltweit operieren. Jetzt kann man natürlich sagen, der Märkische Kreis ist ein Einzelbeispiel, aber wir können zum Beispiel in den Ennepe-Ruhr-Kreis schauen. Auch keine Region, die fernab von jedweder Industrie ist. Das ist kein Vulkan in der Eifel, sondern durchaus auch ein Herzstück der Industrie in Nordrhein-Westfalen. Dort gibt es das Gewerbegebiet Oelkinghausen. Dort sind die Weltmarktführer BIW Isolierstoffe, Alanot, das ist ein aluminiumverarbeitendes Unternehmen. Über 850 Beschäftigte sind dort, fast 3000 Mitarbeiter in diesem gesamten Gewerbegebiet. Und wie ist das angeschlossen? Mit Richtfunk. Also keine schnellen Datenautobahnen, sondern Richtfunk ist da die Lösung. Herr Minister, Sie haben sich noch nicht auf den Weg gemacht. Sie sitzen noch nicht einmal im Startblock. Sie irren umher und warten darauf, dass Ihnen irgendjemand endlich einmal die Startnummer in die Hand drückt. Die Zahlen und Fakten zu den weißen Flecken sprechen eine deutliche Sprache. Ich möchte das zitieren lassen und zum Ausdruck bringen durch Herrn Dr. Karg. Das ist der Gutachter, der im vergangenen Jahr schon einmal im Wirtschaftsausschuss gesprochen hat. Damals sagte er Ihnen eines, ich zitiere, eines muss man allerdings feststellen, in gewisser Weise ist Nordrhein-Westfalen beim Thema Breitband Entwicklungsland. Herr Minister, das ist eine schallende Ohrfeige. Das hat allerdings Ihre Fraktion nicht daran gehindert, gerade diesen Gutachter noch einmal zum Fachgespräch einzubestellen, dass er Ihnen noch einmal deutliche Worte ins Buch hineinschreibt. Herr Minister, wer bei SPD und Grünen solche Freunde hat, der braucht keine Feinde mehr. Lassen Sie mich abschließend sagen, wer will, der findet Wege. Wer nicht will, der findet Gründe, um keine Förderprogramme aufzulegen. Ich frage mich, worauf warten Sie, dass Sie endlich Gas geben? Auf die Einführung von Biobreitband, dass endlich auch Grüne und SPD entsprechend Spaß daran finden? Oder was sind die entsprechenden Gründe? Vielen Dank, Herr Kollege Schiff. Für die Piraten spricht der Kollege Schwert. Herr Kollege Schwert, darf ich Sie bitten? Politische Begründungen sind in diesem Plenarsaal. Ich bitte Sie ganz herzlich und höflich, das Jackett zuzuknöpfen. Wir haben an anderer Stelle schon darüber geredet. Und ich bitte auch, die Regeln, die hier gelten, einzuhalten. Dankeschön. So gut es geht. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne und an den mit dem Internet verbundenen Geräten. Wir stehen in Deutschland und Nordrhein-Westfalen am Beginn des nächsten Strukturwandels, des digitalen Strukturwandels. Wie die Ergebnisse des Wandels genau aussehen werden, das wissen wir heute noch gar nicht. Sicher aber sind zwei Dinge. Erstens, die mit dem Übergang zur Informationsgesellschaft einhergehenden Veränderungen werden den Abschied von Kohle und Stahl wie ein Kinderspiel aussehen lassen. Und zweitens, wir werden dafür verdammt schnelles Internet brauchen. Breitbandinternet wird immer mehr zu einer materiellen Lebensgrundlage wie Strom und Wasser. Ohne schnelles Internet wird man nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, das in Zukunft normal sein wird. Und darum müssen wir jetzt geeignete Infrastrukturen dafür aufbauen. Leider hat die Landesregierung die Dramatik des technologischen Wandels noch nicht mal im Ansatz erkannt. Ohne die Versorgung mit Breitbandinternet wird eine entscheidende Zukunftsfrage für NRW sein. Und derzeit leistet sich die Landesregierung von Frau Kraft ein netzpolitisches Koma. Die heutige Aktuelle Stunde ist darum einmal mehr unser Versuch, die schlafende Landesregierung wachzurütteln. Und noch etwas anderes wollen wir. Die Landesregierung soll endlich die Verantwortung für ihre Tatenlosigkeit bei der Breitbandausbau übernehmen. Jeder weiß es und Experten bestätigen es immer wieder. Die derzeitige Breitbandversorgung in NRW ist nicht zukunftsfest. Besonders auf dem Land ist die Versorgungslage besorgniserregend.
Schon vor Monaten haben die Experten in einer Anhörung zum Breitbandausbau, die wir Piraten schon vor einem Jahr beantragt hatten, drei Dinge kritisiert. Das Wirtschaftsministerium ist passiv, die Geschwindigkeit des Netzausbaus ist zu langsam und es gibt keine übergreifende Strategie für diesen Ausbau. Der Markt regelt nämlich nicht alles. Er versagt bei der flächendeckenden Versorgung. Darum müssen wir aktiv werden. Für uns Piraten ist klar, dieses Zukunftsthema zu verschlafen, ist keine Option. Minister Dün zeigt uns eindrucksvoll seine Interpretation von Politik der ruhigen Hand, einer sehr ruhigen Hand, vielleicht schon eingeschlafen. Am deutlichsten wird diese Ignoranz der Landesregierung gegenüber dem Breitbandausbau beim Thema EFRE, der Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. NRW hätte Mittel aus EFRE für den Breitbandausbau nutzen können. Aber das hat die Landesregierung bisher versäumt. Lassen Sie mich den Schlingerkurs der Landesregierung beim EFRE in drei Stationen zusammenfassen. Erste Station Mitte 2013. Die europäischen Institutionen müssen sich einigen, was in der neuen Förderperiode 14 bis 20 mit dem EFRE gefördert werden darf. Die EU-Kommission steht der Breitbandförderung in entwickelten Regionen, dazu gehört natürlich auch NRW, skeptisch gegenüber. Anders aber die EU-Parlamentarier. Unter dem maßgeblichen Einfluss deutscher Europaabgeordneter wird die Möglichkeit, den Breitbandausbau auch in entwickelten Regionen zu fördern, in das EFRE-Programm aufgenommen. SPD und Grüne nehmen hiervon aber keinerlei Kenntnis. So erklärt der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD, Thomas Eiskirch, am 28.11.13 hier im Plenum, und ich zitiere: Beim Thema Breitbandausbau sind wir uns doch völlig einig, aber wir wissen auch, zumindest ab Förderperiode 2014 ist eine Finanzierung über den Strukturfonds EFRE nicht mehr möglich. Zitat Ende. Das war schon im November eine gewagte Behauptung. Schlicht falsch ist sie aber spätestens seit dem 20.12.13. Seit diesem Tag sind die EFRE-Richtlinien, die in den Monaten zuvor erarbeitet wurden, nämlich offiziell in Kraft getreten und damit gültiges EU-Recht. Und damit kommen wir zu einer zweiten Station im Dezember 2013. Im Wirtschaftsausschuss des Landtags lehnen SPD und Grüne einen Antrag von uns Piraten ab, in dem wir die Landesregierung auffordern, einen Fahrplan für den Breitbandausbau zu entwickeln. Konstruktive Gegenvorschläge, Fehlanzeige. Rot-Grün macht jedoch noch einen weiteren Fehler. Alle drei Oppositionsfraktionen stellen einen gemeinsamen Antrag, der feststellt, dass der Breitbandausbau auch zukünftig mit EFRE-Mitteln förderfähig ist und gefördert werden muss. SPD und Grüne lehnen den ab. Begründung: Förderung über EFRE sei nicht möglich und auch jetzt zu spät, um das zu ändern. Rot-Grün kennt die Förderrichtlinien für den EFRE offenbar immer noch nicht. Und damit kommen wir zu einer dritten Station. Vergangene Woche wird Minister Düns Politik der eingeschlafenen Hand plötzlich zur Politik der zittrigen Hand. Irgendjemand im Ministerium muss die Rechtsgrundlagen der EFRE-Förderung mal gelesen haben. Denn es wird klar, wir haben recht, Piraten, CDU und FDP haben recht mit ihrem Antrag. Eine Förderung des Breitbandausbaus über den EFRE ist auch nach 2014 möglich. Einen Tag bevor das die Sachexperten im Wirtschaftsausschuss bestätigen, verkündet der Minister daher plötzlich, man hätte die Breitbandförderung daher noch, und zwar heldenhaft und in letzter Minute, in das operationelle Programm des EFRE für NRW geschrieben. Allerdings nur im kleinsten Programmabschnitt und nur für besondere Fälle. Mehr sei also jetzt wirklich nicht mehr drin gewesen. Auch wenn wir natürlich begrüßen, dass der Wirtschaftsminister die einschlägigen Rechtsgrundlagen endlich zur Kenntnis nimmt, müssen wir bilanzieren, das Handeln kommt zu spät und es reicht nicht aus. Wir brauchen eine großflächigere Förderung und eine Förderung über den Minimalausbau hinaus. Und warum? Weil immer noch die Mehrheit der Bevölkerung im ländlichen und auch im halbstädtischen Raum kein schnelles Internet haben. Weil andere Fördertöpfe nur auf eine Minimalversorgung von 2 Mbit abzielen. Und das ist digitale Steinzeit. Wenn wir den Ausbau von Breitbandförderung ernst nehmen, müssen wir auch den EFRE-Fonds nutzen. Darum, Herr Wirtschaftsminister, beenden Sie Ihre Untätigkeit. Es gibt einen einfachen Weg, die bisherigen Fehler beim Breitbandausbau gutzumachen. Ändern Sie das operationelle Programm des EFRE und nehmen Sie die Förderung des großflächigen Breitbandausbaus endlich auf. Schließlich haben wir das Recht auf unserer Seite.
Damit würden Sie nicht nur die Interessen Nordrhein-Westfalens wahren, Sie hätten auch das EU-Parlament hinter sich. Wir können uns keinen netzpolitischen Tiefschlaf mehr leisten. Der digitale Strukturwandel wird kommen. Nutzen wir die Chance. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schwert. Für die SPD-Fraktion spricht der Kollege Schmelzer. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Herr Kollege Schwert, Sie sind jetzt fast 2 Jahre Mitglied in diesem Parlament. Wenn Politik so einfach wäre, dass Opposition einen Antrag stellt, wo drin steht, wir stellen einen Antrag zur Förderung durch EFRE und dieses Hohe Haus würde das beschließen, dass das den europäischen Richtlinien vorging und Partnerschaftsvereinbarungen vorging, dann wäre Politik sehr einfach. So funktioniert es aber deutlich nicht. Insbesondere nach der Debatte am 18. Dezember letzten Jahres hier im Hause und auch der Ausschusssitzung am 15.01. zu demselben Thema jetzt noch einmal. Der flächendeckende Breitbandausbau aus dem EU-Förderprogramm EFRE ist nicht möglich. Lassen Sie mich mit einer Frage im Zusammenhang mit diesem Thema beginnen. Welche Fraktionen haben denn an der Begleitausschusssitzung in der letzten Woche am 18. März, Begleitausschusssitzung EFRE, in der vergangenen Woche nicht teilgenommen oder den angemeldeten Vertreter noch vertreten lassen? Richtig, das waren die antragstellenden Fraktionen CDU und Piraten. Herr Kern, der Mitglied im Begleitausschuss ist, hat noch nicht einmal einen Vertreter gemeldet, geschweige denn einen geschickt. Die CDU hat zumindest einen Vertreter geschickt, der ist aber nicht gekommen, der hat sich dann noch mal vertreten lassen. Und ich nehme dem Herrn Kerkhoff an dieser Stelle gar nicht übel, dass er bei dem Thema, das dort intensiv erörtert wurde, die Sachproblematik vielleicht nicht so aufgefasst hat, dass er es seinen Kollegen gegenüber hätte richtigstellen können. Denn seitens der EU-Kommission, vertreten durch Frau Mechel, wurden die Fragen diesbezüglich sehr ausführlich beantwortet. Diese Fakten, die dort erörtert wurden, habe ich im Übrigen auch im Rahmen des Expertengesprächs im Wirtschaftsausschuss in der vergangenen Woche eingebracht. Und wenn Sie das Audioprotokoll dieser Ausschusssitzung, und ich weiß ja, dass die CDU dies auch angefordert hat, abhören, dann haben Sie eine zweite Chance, noch einmal nachzuhören, was möglich ist und was nicht. Da beziehe ich mich ausdrücklich auch auf Dr. Karg. Denn das Nachhören zeigt, dass das, was Sie hier einseitig darstellen, nicht richtig ist. Und dass die Darstellung, die im EU-Begleitausschuss dargestellt wurde, auch von den Experten dort bestätigt wurde. Ich will aber gerne hier und heute im Plenum noch einmal aufdröseln, was Sie hier nachhaltig falsch unterstellen und was tatsächlich Fakt ist. Da sagt der von mir geschätzte Kollege Brockes am 18. Dezember hier im Plenum, ich zitiere, von daher ist es ganz klar, dass eine, nicht nervös werden, Herr Brockes, wenn ich Sie schätze, von daher ist es ganz klar, dass eine Förderung, gerade was die Teilhabe an der Nutzung moderner Informationsmittel im ländlichen Raum angeht, genau unter dieses Programm fallen würde. Wohlgemerkt, er sprach vom EFRE in Verbindung mit der Strategie 2020. Fast richtig, Herr Kollege, aber falsch. Für den ländlichen Raum stehen außer dem ELA Mittel zur Förderung zur Verfügung. Förderfähig aus dem EFRE ist der flächendeckende Breitbandausbau definitiv nicht. Und damit verweise ich auch auf das Ausschussprotokoll vom 15. Januar, aus dem hervorgeht, dass am Schluss der Verhandlung über die Partnerschaftsvereinbarung alle Bundesländer übereinstimmend zu der Erkenntnis gelangt sind, dass eine Förderung zum flächendeckenden Breitbandausbau durch den EFRE mit der EU-Kommission nicht durchsetzbar ist. Aber wir haben ja auch von Herrn Kollegen Schick schon am 18. Dezember gehört, dass dies gemäß Artikel 4 Absatz 1 der EFRE-Verordnung in Verbindung mit Artikel 9 Nummer 2 doch möglich sei. Was denn nun? Da muss man sich vielleicht mal mit den konkreten Fakten einer solchen Verordnung auseinandersetzen. Die Verordnung, Herr Kollege Schick, gilt für die gesamte Europäische Union. Sie sagt aber nicht, dass alle Länder alles für alles bekommen können. Es wird vielmehr konkretisiert, wo was nötig ist. Und da sind wir wieder bei dem, was schon lange bekannt ist, was Minister Dün sehr oft hier schon erläutert hat. Auch wenn es uns nicht gefällt, Breitband wird dort flächendeckend gefördert, wo die Entwicklung deutlich nicht vorhanden ist. Der Minister hat dies wiederholt dargelegt. Beim Breitbandausbau handelt es sich vordergründig um eine wirtschaftlich profitable Aktivität und ist unter anderem deshalb eben nicht flächendeckend förderfähig. Lassen Sie mich zu dem kommen, was denn mit EFRE möglich ist. Frau Mechel,
Von der Kommission hat es auf Nachfrage von Kollege Brockes in der letzten Sitzung im Begleitausschuss erläutert. Aus der Vorlage zu dieser Sitzung, Herr Kollege Schwert, die im Übrigen am 6. Februar versandt wurde, geht aus der entsprechenden Anlage und dort auf der Seite 4 hervor, was von den Sachverständigen in der letzten Woche bestätigt wurde, nämlich zu Top 3 wichtige inhaltlichen Änderungen und Ergänzungen nach der letzten Sitzung des Begleitausschusses. Erster Punkt, Aufnahme des Fördertatbestandes Breitband unter der Prioritätsachse 2. Der Fördertatbestand Breitband ist mit EFRE also unter dieser Prioritätenachse aufgenommen worden. Das auf Initiative des Ministers. Die Prioritätenachse 2 fördert die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das heißt, dass dort, wo EFRE-Mittel zur Förderung von Wettbewerbsfähigkeit beantragt werden, ist in diesem Zusammenhang auch Breitbandförderung möglich. Zum Beispiel, wenn Gewerbegebiete oder Technologieplans geplant, erweitert werden, kleine und mittelständische Unternehmen sich dort ansiedeln oder erweitern und deren Wettbewerbsfähigkeit auch vom Breitband abhängig ist, ist EFRE-Förderung möglich. Es ist also weder so, wie Kollege Schwert es uns damals schon unterstellen wollte, dass Breitbandförderung verboten sei, noch so, dass wenn die Landesregierung es nur wolle, im Rahmen des operationellen Programmes es einfach nur einreichen müsse. Die Rechtslage ist, in Übereinstimmung mit allen Bundesländern eindeutig flächendeckend ist Breitbandförderung nicht über den EFRE möglich. Dass eine neben dem ELA für den ländlichen Raum, wo es deutlich möglich ist, Förderung für die kleinen und mittelständischen Unternehmen auch für Breitband möglich ist, ist Verdienst dieser Landesregierung und ihrer Verhandlungen. Wenn Sie nach wie vor von Ihrer irrigen Annahme überzeugt sind, dass die Förderung so, wie Sie es gerne hätten, möglich sei, machen Sie es wie ich. Rufen Sie doch einfach in Brüssel Herrn Dufail an und lassen es sich noch einmal erklären, sehr ausführlich. Es steht geschrieben, es wurde erläutert, wenn man nur zuhören kann, wenn man da ist. Es wurde im Ausschuss debattiert, immer mit dem gleichen Ergebnis, das Sie nicht akzeptieren wollen. Und zum Schluss eine Frage, was würde denn passieren, wenn die Landesregierung ihrer Forderung nachkäme und den flächendeckenden Ausbau des Breitbandes in das operationelle Programm des EFRE schreiben würde? Dann würde das OP einvernehmlicher Kern, Unwissenheit ist bei Ihnen ja vorhanden und nicht nur Unwissenheit, Sie kommen ja auch nicht, dann würde das OP einvernehmlich zur Partnerschaftsvereinbarung nicht genehmigt. Wir arbeiten an dieser Stelle verantwortungsbewusst. Minister Dün hat dies in die EFRE operationellen Programme eingebracht. Und Herr Kollege Schick, er ist nicht nur aus dem Startblock raus, er ist schon so weit weg, Sie sehen ihn nun nicht mehr. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schmelzer. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Bombis. Guten Morgen, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen, sehr geehrte Herren. Es dürfte ziemlich unstrittig sein, dass NRW im Vergleich zu anderen Bundesländern beim Breitbandausbau hinterherhängt. Und deswegen bei allen Vergleichen, Herr Minister, wir hinken hinterher im Vergleich mit anderen Bundesländern. Und deswegen beschäftigen wir uns ja auch seit Beginn dieser Wahlperiode sehr intensiv mit dieser Thematik und damit, wie wir NRW hier voranbringen können. Und die Förderprogramme der schwarz-gelben, der damaligen schwarz-gelben Landesregierung in Hessen und Bayern wurden dabei ja auch immer als besonders vorbildlich dargestellt. Wir sind aber uns natürlich auch vollkommen bewusst darüber, dass prioritär der Ausbau des Breitbandnetzes aus dem Markt heraus erfolgen muss. Aber die Landesregierung ist natürlich dafür zuständig, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, dass solche Investitionen auch kommen. Und dass das Thema wichtig ist, da besteht, glaube ich, auch große Einigkeit. Ich erlaube mir an dieser Stelle, den Wirtschaftsminister aus der letzten Ausschusssitzung vom 15.01.2014 zu zitieren. Die Breitbandtechnik ist die entscheidende Infrastruktur des 21. Jahrhunderts. Das A und O für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung, aber auch für die gesellschaftliche Entwicklung und die demokratische Teilhabe. Zitat Ende. Also die entscheidende Voraussetzung für Wachstum, Wohlstand, Beschäftigung, aber eben auch für gesellschaftliche Partizipation, meine Damen und Herren. Und weil das so ist, müssen in bestimmten Fällen eben auch Fördermöglichkeiten berücksichtigt werden. Und dass das angesichts knapper Haushaltsmittel nicht so einfach ist, das ist ja nur zu verständlich, denn da muss man dann Prioritäten setzen.
Und diese Prioritäten werden von dieser Landesregierung eindeutig anders gesetzt. Der Zugang der Menschen und Unternehmen in Nordrhein-Westfalen zu breitbandigem Internet ist für diese rot-grüne Landesregierung keine Priorität. Der Minister hat seine eben zitierte Auffassung zumindest mal nicht in den Haushalt des Landes eingebracht, meine Damen und Herren. Hier werden andere Prioritäten gesetzt. Und deswegen haben die Oppositionsfraktionen CDU, Piraten und FDP ja auch immer gefordert, dass andere Finanzquellen aufgemacht werden. Es ist schon angesprochen worden, der EFRE-Fonds ist dabei natürlich im Fokus. Und der Wirtschaftsminister hat sich Ende letzten Jahres ja auch noch dafür gefeiert in einer Presseerklärung, dass 1,2 Milliarden Euro aus dem Fonds für NRW zur Verfügung stehen. 200 Millionen Euro mehr als in der vergangenen Förderperiode. Die Opposition hat gefordert, dass 10% der verfügbaren Mittel für den Breitbandausbau reserviert werden, meine Damen und Herren. Und zur Historie ist ja schon einiges gesagt worden. Die rot-grüne Landesregierung hat dann wiederholt auf Nachfragen erklärt, eine Förderung des Breitbandausbaus sei nicht möglich. Und es wird dann immer wieder auf die Kommission hingewiesen. Herr Schmelzer, ich finde es erschreckend, dass Sie mit diesen Mauern jetzt nicht endlich mal aufhören, denn das Europäische Parlament hat dazu dezidiert eine andere Haltung eingenommen. Und wir müssen heute feststellen, eine Förderung ist möglich. Und meine Damen und Herren, das wurde bei dem Fachgespräch in der vergangenen Woche ja auch noch mal sehr deutlich. Sämtliche Experten, sämtliche geladenen Experten haben bestätigt, dass eine Förderung des Breitbandausbaus durch EFRE-Mittel möglich ist. Und trotzdem müssen wir heute feststellen, die Landesregierung hat es unterlassen, den Ausbau der Breitbandinfrastruktur im operationellen Programm für EFRE zu verankern. Die Landesregierung wollte also offenbar keine Mittel in diesem Zusammenhang zur Verfügung stellen, denn das hat für sie offenbar leider keine Priorität. Ich erinnere in dem Zusammenhang an die Pressekonferenz der Ministerpräsidentin und der stellvertretenden Ministerpräsidentin am Anfang des Jahres. Da ist Breitband auch mit keinem Wort erwähnt worden. In der Präsentation der Landesregierung zum operationellen Programm ist stattdessen dann auch von so sicherlich wichtigen und guten Dingen die Rede wie dem Querschnittsziel Gleichstellung und Nachhaltigkeit, von der Förderung erneuerbarer Energien, da machen wir in Deutschland offenbar noch nicht genug, von der ökologischen Revitalisierung von Städten. Meine Damen und Herren, das hört sich alles gut und nett an, habe ich hohen Respekt vor, aber es ist nicht notwendig im Sinne der, Zitat des Ministers, entscheidenden Infrastruktur des 21. Jahrhunderts für die künftige wirtschaftliche Entwicklung und die demokratische Teilhabe der Menschen in diesem Land, meine Damen und Herren. Es bleibt festzuhalten, entgegen der zwischenzeitlichen Angaben, erstens, der Landesregierung ist die Breitbandförderung aus dem EFRE explizit erlaubt. Zweitens, die EFRE-Mittel für Nordrhein-Westfalen sind erfreulicherweise um 200 Millionen Euro auf 1,2 Milliarden Euro gewachsen. 10% will die Opposition, wollen Piraten, CDU und FDP dafür für den Breitbandausbau zur Verfügung stellen. Das wären 120 Millionen Euro und es würde sich also um einen geringeren Betrag handeln, meine Damen und Herren, als die Fördersumme für NRW ansteigt. Es würden also auch niemandem Fördermittel weggenommen. Und drittens, das operationelle Programm für EFRE in NRW wurde in der vergangenen Woche vorgestellt. Sie hätten Zeit gehabt, eine Prioritätsachse Breitband im Programm vorzusehen und das ist nicht geschehen. Und dafür gibt es leider nur zwei mögliche Erklärungen. Entweder die rot-grüne Landesregierung wollte das nicht umsetzen, dann bleibt nur festzustellen, dass sie bei diesem entscheidenden Thema für die Zukunft der Menschen und der Unternehmer in diesem Land einfach auf ganzer Linie versagt haben. Oder sie wollten es nicht umsetzen, dann haben sie ihren eigenen Wirtschaftsminister nicht ernst genommen und die Interessen der nordrhein-westfälischen Unternehmen und Menschen vorsätzlich sträflich missachtet. Meine Damen und Herren, beides ist schlecht für unser Land und Sie sollten sich jetzt auch nicht dahinter verstecken, dass es eventuell andere Optionen der Förderung über irgendwelche anderen Umwege gibt. Sie haben es unterlassen, den direkten Weg und damit den vielversprechendsten Weg
über die EFRE-Mittel und diese Option zu eröffnen. Und das sollte dringend korrigiert werden. Nutzen Sie die Gelegenheit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bombis. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Bolte. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Kollege Schick, ich kann Sie beruhigen. Datentransfer auf probiotisch ernährten Mauleseln, das ist vielleicht ein Konzept für die CDU, das geht für uns aus Tierschutzgründen schon mal gar nicht. Wir bevorzugen Kupfer und Glasfaser. Das ist unser Plan. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das oppositionelle Frühwarnsystem hat bei dieser Aktuellen Stunde ganz offensichtlich versagt. Kolleginnen und Kollegen von CDU, Piraten, Sie hätten eigentlich stutzig werden müssen, als Ihr Antrag sogar der FDP zu blöd war. Da sitzen wir hier jetzt seit Montagmittag zusammen und rätseln, was hat Sie eigentlich bewogen, diese Aktuelle Stunde zu beantragen? Warum ist das notwendig? Denn es hat sich nichts, aber auch gar nichts geändert, seitdem wir am 18. Dezember genau über dieses Thema hier in diesem Hohen Hause debattiert haben. Es hat sich nichts geändert. Wir haben seit Monaten schleppen Sie dieses Thema Breitbandförderung aus dem EFRE hier durch die Gremien. Was lange währt, wird nicht besser und sachlich Falsches wird dadurch nicht richtiger. Was ist denn los? Sie erzählen hier ja schon seit längerem die Geschichte. Sie erzählen hier schon seit längerem die Geschichte, die Landesregierung tue zu wenig für den Breitbandausbau. Da kann man zunächst mal sagen, das ist das normale oppositionelle Gerede. Das wird noch deutlicher, wenn man mal den Faktencheck macht, was zwischen 2005 und 2010 passiert ist. Bei Frau Toben hatte der Breitbandausbau überhaupt keine Priorität. Wir baden heute noch die Fehler aus, die Sie damals gemacht haben. Das darf man nicht vergessen, Kolleginnen und Kollegen. Und Herr Bombis, wenn Sie sich jetzt hier so laut erregen, warum haben Sie denn eben in Ihrer Rede zitiert Hessen, Bayern als Beispiele für ach so tolle schwarz-gelbe Landesregierungen, die das so großartig gemacht haben. Natürlich, weil sie es in NRW vergeigt haben. Meine Damen und Herren, wie lange ich hier bin, länger als Sie, Kollege. Seit 2010, ich kann Ihnen... Nein, ich dachte, Kollege Brockes hätte mich gefragt. Ich kann Sie noch nicht so genau auseinanderhalten von den Stimmen her bei den Zwischenrufen. So, Kolleginnen und Kollegen, jetzt glauben Sie, Sie hätten hier den Stein der Weisen, den Sie uns präsentieren wollen, nicht unbedingt für die Menschen, die in unterversorgten Gebieten leben und arbeiten, schnelles Internet zu ermöglichen, wohl aber mit dem Versuch, die CDU klein wenig piratiger erscheinen zu lassen. Und da stört es Sie dann auch nicht, das fand ich heute Morgen wirklich beeindruckend, da stört es Sie nicht, dass von der Europäischen Kommission im Ziel 2 Begleitausschuss bis zu dem von Ihnen benannten Sachverständigen im Wirtschaftsausschuss alle sagen, was Sie sich vorstellen, einfach so flächendeckend aus dem EFRE Breitbandförderung, das geht nicht. Wenn man sich dann auch nur anguckt, welchen Sachverständigen Sie hier zitieren, da zitieren Sie den Sachverständigen Karg völlig zu Recht, der hat viel Richtiges gesagt, der hat vor allem genau das gesagt. Der hat gesagt, Kommission hat ganz klar, eindeutig gesagt, ein flächendeckender Ausbau aus dem EFRE geht so nicht. Da werfen Sie hier die Nebelkerzen, Sie tun so, als sei EFRE-Förderung die Lösung aller Probleme, als würden die Milliarden aus Brüssel vom Himmel regnen und Sie müssten das nur in Sterntaler-Manier einsammeln. Und Herr Kollege Schwert, Herr Kollege Schick, ich kann Ihnen sagen, das Kleidchen vom Sterntaler-Mädel, das steht Ihnen einfach nicht. Packen Sie es wieder ein und lassen Sie uns über das debattieren, was wirklich wichtig ist. Denn natürlich steht das Thema Breitband ganz oben auf unserer politischen Agenda als rot-grüne Koalition. Da gehört es doch auch hin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn die Sicherung der digitalen Teilhabe ist natürlich eine Aufgabe, die uns seit Jahren begleitet, die uns noch Jahre begleiten wird, bei der es aber nicht allein auf die Länder ankommt. Und das blenden Sie immer auf, bei der es nicht allein auf die Länder ankommt. Wir brauchen das Geld vom Bund für diese Aufgabe. Und ich darf da noch mal erinnern an die Sachverständigenanhörung
im Wirtschaftsausschuss letztes Jahr im September. Da saß ein Sachverständiger aus dem bayerischen Wirtschaftsministerium. Und er hat angesichts des bayerischen Förderprogramms natürlich keinen Grund, sich zu beklagen, könnte locker sagen, naja, macht es doch einfach so, wie wir das in Bayern tun. Aber auch dieser Sachverständige aus Bayern sagt ganz eindeutig, das Geld muss vom Bund kommen, da gehört die Aufgabe hin, und dass auch Herr Dobrindt jetzt wieder weder Plan noch Geld hat, um diese Aufgabe anzugehen, das ist ein großes Versäumnis der Bundesregierung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Unterstützung in der strategischen Steuerung der bestehenden Programme, das mag Sinn machen, da habe ich mehrfach gesagt an den verschiedenen Stellen, hier und im Ausschuss, dass wir darüber reden sollten. Lassen Sie uns darüber reden, wo wir noch vor Ort Überzeugungsarbeit für Breitbandausbau leisten müssen, wie wir die Koordination vor Ort verbessern können. Lassen Sie uns darüber reden, wie wir die Förderprogramme der NRW-Bank noch stärker öffnen können, wie die noch stärker abgerufen werden können. Lassen Sie uns über Universaldienst reden, lassen Sie uns über Regulierungsdesigns reden, lassen Sie uns über innovative Ausbauwege vor Ort reden, aber über alles das wollen Sie nicht reden. Sie werfen hier die Nebelkerzen. Sie haben sich längst aus dieser Debatte verabschiedet, und damit sind Sie nicht allein. Denn Deutschland hat im Jahr 2014 eine Kanzlerin, die sich nicht für Digitalpolitik interessiert. Es hat einen Digitalminister, der keine Zuständigkeit fürs Digitale hat. Und so macht man keine zukunftsfähige Standortpolitik. Das muss sich dringend ändern. Und dabei hilft diese Aktuelle Stunde nun wirklich nicht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Jetzt spricht der fraktionslose Abgeordnete Stein. Werte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Bolte, ich habe Verständnis dafür, dass Sie so eine Rede gehalten haben. In dieser für sich möchte man in schwierigen Konstellationen angesichts der Tatsachen, wie die Politik, auch die Netzpolitik und die Infrastrukturpolitik in dem Zusammenhang gestaltet wird. Das macht es aber nicht besser oder richtiger. Die Nebelkerzen haben eindeutig hier Sie geworfen. Der Breitbandausbau ist elementar für das Wirtschaftswachstum in NRW. Er wird zur Bedingung zur Wahrung des Wohlstandes für uns alle. Und von einer solidarischen Partei angehörigen Wirtschaftsminister, Herr Dün, müsste man eigentlich erwarten, dass er diesen Wohlstand für das Gemeinwohl auch fördern möchte. Aber das wollen Sie anscheinend nicht, wenn man die Taten für sich sprechen lässt. Im Dezemberplenum haben Sie die rechtliche Möglichkeit eines flächendeckenden Breitbandausbaus mit EFRE-Mitteln bestritten. Wiederholt haben Sie das im Januar im Ausschuss. Und dann kam der 19.3. Dieser Tag wurde zu Ihrer persönlichen Niederlage, wie wir hier feststellen müssen. Im Expertengespräch wurden Sie belehrt, und immerhin haben Sie es dann wohl auch einsehen müssen, EFRE-Mittel sind eben flächendeckend einsetzbar, und Sie täten gut daran, sie auch so einzusetzen. Stattdessen ist das, was Sie hier machen, bestenfalls als stets bemüht zu bewerten. Und da Sie die Mittel anscheinend großzügig verteilt haben anderweitig, ohne den Breitbandausbau zu berücksichtigen, muss ich feststellen, es gab bei Ihnen da keine Nacht der langen Messer, sondern eine Nacht des unsolidarischen Verteilungswahns, bei dem Sie die Bürgerinnen und Bürger, vor allem aber auch die kleinen und mittleren Unternehmen im Internetzeitalter zurückgelassen haben. Sie lassen NRW damit im Regen stehen, und wir können feststellen, ein netzpolitischer Sprecher im Bund macht noch lange keine netzpolitische Partei aus. Da kann sich Herr Klingbeil noch so sehr anstrengen. Wenn Sie hier in NRW, im bevölkerungsreichsten Bundesland, weiter auf Politik aus dem letzten Jahrtausend setzen wollen, dann helfen Ihnen da einige wenige fähige Leute aus der Netzpolitik auch nicht weiter. Herr Dün und Herr Schmelzer, auch Sie sollten sich klar machen, dass gerade eben in diesem Zeitalter von Internet und E-Commerce jeder Haushalt gewerblich werden kann. Neue Entwicklungen in der Arbeitswelt dürfen Sie nicht fahrlässig ignorieren. Eine flächendeckende Versorgung für alle Haushalte ist meiner Ansicht nach absolut alternativlos. Doch Sie lassen eben viele Haushalte zurück. Und wenn wir uns das dann mal anschauen, dann lassen sich auch mal viele Ausreden einfallen. Circa 70% sind in NRW vielleicht hinreichend versorgt, aber das reicht nicht aus. Gut ein Drittel ist abgehängt und im Hintertreffen. Sie generieren mit Ihrer Politik Standortnachteile. Und diese Standortnachteile sind fatal, und andere Regionen schlafen da eben nicht. Als Beispiele sind genannt worden zum Beispiel Bayern und Hessen. Sie sollten einen Blick auf die richten, die es besser machen, und auch eingestehen, dass man davon lernen kann. Und eben nicht einfach in den Abgrund schauen und sehenden Auges dann diesem Fatalismus folgen.
Ihre Entscheidung, die EFRE-Mittel nicht flächendeckend für den Breitbandausbau einsetzen zu wollen, muss man ja sagen, das ist ein Schlag ins Gesicht der Bürgerinnen und Bürger und auch der kleinsten, kleineren und mittleren Unternehmen. Diese Politik ist eine peinliche Posse, in der Sie weiten Teilen durch Ihre Taten verdeutlichen, Sie sind nicht solidarisch, Sie lassen die Haushalte zurück und Sie haben nicht verstanden, welches die großen zukunftsweisenden Herausforderungen für unser Land in der infrastrukturellen Gestaltung als Rahmen für die Netz- und auch die Wirtschaftspolitik sind. Diese politische Kultur der Nichtwertschätzung wird uns wohl noch teuer zu stehen kommen. Es ist 5:05, Herr Jung. Korrigieren Sie jetzt Ihre Fehlentscheidung oder verlieren Sie Ihre netzpolitische Reputation vollends. Sie haben die Wahl. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Kollege Stein. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Gün. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Kollege, lieber Abgeordneter Stein, das Lob für den Kollegen Klingbeil aus dem Deutschen Bundestag, das werde ich ihm gerne übermitteln, wenn ich mit ihm das nächste Mal über diese Themen spreche. Ich finde es auch gut, dass die Fraktionen sich für den flächendeckenden Breitbandausbau in ihrem Antrag aussprechen. Das ist natürlich zu begrüßen. Was mir jedoch schleierhaft ist, wie Sie darauf kommen, dass die Landesregierung hier in irgendeinem Falle irgendetwas blockieren würde. Das Gegenteil ist der Fall. Und dass dieser Antrag wirklich gar keine sachliche Grundlage hat, sondern dass er auch noch mit falschen Behauptungen agiert und dass er mit irreführenden Lösungsvorschlägen agiert, das finde ich sehr bedauerlich und wird diesem Thema nicht gerecht. Fakt ist, der weltweite Datenverkehr steigt dramatisch an. Klar ist, dass wir eine leistungsfähige, auf Glasfaser basierende Netzinfrastruktur mit den entsprechenden Zugängen für die Endkunden brauchen. Und dass wir als Landesregierung ohne Wenn und Aber zu den Zielen des Koalitionsvertrages, im Übrigen auch zu den Zielen des Koalitionsvertrages auf der Bundesebene beim flächendeckenden Breitbandausbau stehen. Dass wir eine flächendeckende Grundversorgung haben mit über 97,5%, versuchen Sie zu ignorieren. Dass wir bei über 80% einen Anschluss von 16 Mbit haben, versuchen Sie zu ignorieren. Dass wir auch bei rund 70% bereits 50 Mbit haben, versuchen Sie ebenfalls zu ignorieren. Für uns ist klar, dass wir an dem Ziel der flächendeckenden Grundversorgung mit 50 Mbit für das Jahr 2018 festhalten und deswegen genau dieser Ausbau der Hochleistungsnetze mit einer entsprechenden Datenübertragungsrate Vorrang hat. Dabei, und das fand ich interessant, dass das auch in einer der vorangegangenen Reden schon mal zum Ausdruck gekommen ist, insofern vielleicht doch nicht gänzliche Einigkeit zwischen den Antragstellern herrscht, dass die Politik nicht der alleinige Akteur ist, dass der Ausbau grundsätzlich erst einmal durch die am Markt agierenden Infrastrukturanbieter erfolgt und zu erfolgen muss. Das habe ich ja gerade bestätigt, dass ich Ihnen zugehört habe, Herr Bobbis. Wenn Sie mir auch zuhören, verstehen Sie das. Die Landesregierung kann mit den ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen lediglich unterstützend agieren. Staatliches Handeln, davon bin ich in dieser und in allen anderen Fragen überzeugt, ist nur dort sinnvoll, wo der Markt auch tatsächlich versagt. Wir handeln bereits und leisten sehr konkrete Hilfe beim Ausbau dieser Breitbandinfrastruktur. Wir beraten, wir fördern zum Beispiel Gewerbegebiete, wir betreiben den Breitbandzugang auf dem Lande voran, wir helfen bei der Finanzierung mit dem Darlehensprogramm NRW Bank Breitband und haben den von Ihnen so kritisierten runden Tisch eingerichtet. Und wenn Sie der Expertenanhörung genau zugehört haben, ist es genau das, was notwendig ist, nämlich alle Akteure zusammenzubringen. Und deswegen halten wir auch an dieser Konstruktion entsprechend fest. Wir haben allein die Fördermittel im Vergleich von 2011 auf 2012 verdoppelt. Und deswegen komme ich zu dem Ergebnis, dass wir nicht so schlecht dastehen, dass wir jetzt Flächenland, und das bitte ich einfach mal zu akzeptieren, man kann sich ja die entsprechenden Karten angucken, dass wir als Flächenland in Deutschland sogar an der Spitze sind. Deswegen lassen wir aber nicht nach, insbesondere mit Blick auf den ländlichen Raum und werden dort über die einzelnen Töpfe hinweg sehen, dass wir die entsprechenden Anstrengungen weiter verstärken. Sowohl in der Anhörung im Ausschuss als auch aus den Reihen des Landtages, von der entsprechenden Wirtschaft, von den kommunalen Spitzenverbänden und vielen anderen wurde mehrfach nach
der Förderung der Breitbandinfrastruktur mit Zuschüssen aus dem EFRE-Programm gefragt oder das diskutiert. Und da ist gar nichts zu korrigieren, sondern es ist immer gesagt worden, dass es sich hier um einen Prozess auch der entsprechenden Rechtsetzung auf der europäischen Ebene handelt. Und so war es eben richtig, auch in der entsprechenden Debatte hier im Landtag, und wir haben das im Ausschuss zwei-, dreimal, korrigieren Sie mich, immer auch wieder aufgerufen, dass es in den Verhandlungen zur Partnerschaftsvereinbarung die EU-Kommission war, die es abgelehnt hat, stärker entwickelten Regionen in Deutschland die flächendeckende Förderung des Breitbandausbaus aus dem EFRE zu genehmigen. Auf Drängen der Bundesländer hin öffnete die Kommission schließlich doch die Tür für eine, aber eben begrenzte und sehr gezielte Breitbandförderung aus dem Fonds für regionale Entwicklung. Und zwar nur im Kontext des Ziels Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU, um so Entwicklungshemmnisse bei der Entwicklung von KMU durch eben fehlende Hochgeschwindigkeitsanschlüsse zu beseitigen. Und im Wesentlichen geht es dann dabei um die Anbindung von Gewerbegebieten an Hochgeschwindigkeitsnetze. Wir haben umgehend und sehr zielgerichtet gehandelt. Wir haben das operationelle Programm um die Förderung von Breitbandinfrastrukturen im operationellen Programm entsprechend ergänzt. Wir haben unter dem Punkt Beseitigung von infrastrukturellen Entwicklungshemmnissen für KMU durch den Ausbau innovativer wirtschaftlicher Infrastrukturen in der Veröffentlichung vom 18. März diese Dinge aufgenommen und werden uns auch weiterhin in den Verhandlungen gegenüber der EU-Kommission dafür einsetzen. Die EU bleibt aber, und das ändert auch an dieser Punkt ändert daran auch nichts, die EU bleibt jedoch bei ihrer grundsätzlichen Position, dass in Deutschland eine umfassendere, sogar vielleicht flächendeckende Breitbandförderung aus dem EFRE für sie nicht in Frage kommt. Und manches, was hier an Unkenntnis über die europäischen Verfahren zum Ausdruck gekommen ist, ist wirklich erschreckend. Die Breitbandversorgung auf dem Lande, im ländlichen Raum, mit dem EFRE zu fördern, ist nicht möglich. Hier kommen andere Förderprogramme zum Einsatz. Der ELA mit seinen Möglichkeiten oder auch die Gemeinschaftsaufgabe GAC. Auch aus den Mitteln der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur bestehen, aber eben nicht überall, sondern in begrenzt abgegrenzten ländlichen Regionen, wie zum Beispiel Ostwestfalen-Lippe, entsprechende Fördermöglichkeiten. Ich will grundsätzlich festhalten, dass wir in Nordrhein-Westfalen eine sehr klare Strategie, auch das ist noch einmal durch die Berufung des Beauftragten für die digitale Wirtschaft deutlich geworden, in diesem Bereich haben. Und, Frau Präsidentin, letzter Satz. Wem wie der Opposition zum Thema Breitband nichts anderes einfällt, außer dem EFRE, der hat die Breite, die dieses Thema bietet, nicht verstanden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Das Wort hat jetzt der Abgeordnete Wüst für die CDU. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist eben gefragt worden, warum machen wir eigentlich diese Debatte? Wir machen sie deshalb, weil wir Ihnen eine Chance geben wollten, Herr Dün, weil wir Ihnen eine Chance geben wollten, den gewonnenen Erkenntniszuwachs aus dem Expertengespräch des letzten Ausschusses hier umzusetzen. Aber Sie haben das Gegenteil getan. Sie haben gerade gesagt, Sie hätten nichts zu korrigieren. Mir ist ziemlich wurscht, ob Sie was zu korrigieren haben oder nichts zu korrigieren haben, weil die Motive für diese Aussage mir nicht klar sind. Sie sagen gerade, auf Drängen der Bundesländer hätte man dann doch ein kleines Fenster für EFRE-Förderung geöffnet. Am 15. Januar haben Sie im Ausschuss das Gegenteil gesagt. Alle Bundesländer seien sich einig gewesen, dass es nicht geht. Sie tragen hier, genau wie Herr Schmelzer, nichts Neues vor, dass die EU-Kommission EFRE-Förderung für Breitband, für Infrastruktur insgesamt nicht möchte. Dass sie das nicht möchte und das auch so ausführt, ist uns allen sattsam bekannt. Aber Sie wissen spätestens seit den Ausführungen, den mündlichen Ausführungen der Experten, wir haben es ja auch schriftlich vorher schon mal bekommen in der letzten Ausschusssitzung, dass seit Sommer des vergangenen Jahres durch das Parlament, durch die Parlamentsvertreter im Trilog in Brüssel
Wie sagte der eine Sachverständige so schön, das legislative Fenster breit geöffnet ist. Und dann haben Sie eben am 18. Dezember hier im Plenum und auch noch in zwei folgenden Ausschusssitzungen in diesem Jahr immer wieder gesagt, es geht nicht. Wenn Sie jedes Mal gesagt hätten, die EU-Kommission will nicht und wir kriegen es nicht hin, dann wäre es richtig gewesen. Dann hätten Sie in der Tat nichts zu korrigieren. Aber es hätte Ihnen heute gut angestehen zu sagen, dass der Sachstand damals eben überholt war. Und jetzt kommen wir zu der Frage, haben Sie das im Dezember nicht gewusst, haben Sie es gewusst oder wollten Sie es nicht? Ehrlich gesagt, es ist mir auch wurscht. Ich glaube, dass Sie die europäischen Regeln hier wahrscheinlich besser kennen als viele andere, als ehemalige Europaabgeordnete und deswegen auch ein Auge drauf haben. Und dann stellt sich die Frage, warum Sie nicht wollen, warum Sie es dann nicht tun, wenn es doch geht, wenn das legislative Fenster seit einem halben Jahr offen ist. Und wenn man dann in die Verfahren unterhalb der EU-Ebene reinschaut, dann muss man den Eindruck haben, Sie waren mit der Partnerschaftsvereinbarung, der Staatssekretär hat uns die ja sehr frühzeitig schon mal zur Kenntnis gegeben, Sie waren mit der Partnerschaftsvereinbarung und mit dem Prozess, den die Länder gemeinsam mit dem Bund dann steuern, schon so weit, dass Sie das Fass einfach nicht mehr aufmachen wollten. Es war der bequemere Weg zu sagen, ich gehe da jetzt nicht mehr ran, wir haben hier unter den Ministerien alles austariert. Und deswegen lasse ich jetzt die Finger davon, denen noch, wie von der Opposition gefordert, 10 oder 5% oder auch nur 1 Euro abzunehmen, weil man dann im Kabinett nämlich den Kollegen hätte sagen müssen, ich muss euch die 10% aus den anderen Punkten nehmen. Das ist der wahrscheinlichste Grund, warum Sie bis Dezember uns erzählt haben, es dürfe nicht, weil Sie es nicht wollten. Die Chance, das heute zu korrigieren, haben Sie verpasst. Wenn Sie dann vortragen, dass unter anderem 97,5% grundversorgt sind, dann ist das so, Sie haben ja auch die anderen Zahlen genannt, dann ist das so, als wenn Sie den Leuten, die eine Autobahn brauchen, sagen, Mensch, ihr habt doch einen Anschluss an einen Schotterweg. Das sind 2 Mbit. Viele Leute können damit nichts anfangen, aber das ist längst nicht mehr ausreichend heute, weder für Privatnutzer noch für gewerbliche Entwicklung. Und Sie haben ja die Notwendigkeit nie bestritten, dass wir was tun, denn Sie haben ja selber in der Koalitionsarbeitsgruppe Wirtschaft, die 1 Milliarde als Forderung drin gehabt und ja auch bedauert, dass nachher rausgeflogen ist. Ich bedauere das auch. Aber dann muss man doch die eigenen Chancen, die man hat, beherzt nutzen, wenn man doch die Notwendigkeit nicht bestreitet. Sie haben dann, und so ist das ja mit Experten und Sachverständigen, jeder zitiert das, was ihm gerade gefällt, wenn man sich den Tonbandmitschnitt abhört, ein schriftliches Protokoll liegt ja noch nicht vor, dann muss man sagen, waren das für Sie schon keine positiven Äußerungen, die Herr Dr. Karg, unter anderem der von Ihnen bestellte, von Rot-Grün bestellte Gutachter, Ihnen da ins Stammbuch geschrieben hat. Er hat Ihnen sinngemäß gesagt, es gibt keine Strategie. Er hat ausgeführt, ein runder Tisch ist eine schöne Sache, aber man müsste schon wissen, was man da wolle. Sonst sei das am Ende eine Kaffeerunde. Und genau in dem Stand sind wir heute. Das Land Nordrhein-Westfalen hat keine Breitbandstrategie. Wir haben einen runden Tisch, daraus kann sich vieles entwickeln. Ich hoffe, dass sich das dann auch so vollzieht. Ich will noch mal zur Bedeutung was sagen. Es geht nicht darum, wie mir gestern jemand aus Ihrer Regierung sagte, da noch den letzten Bauernhof an der Autobahn anzuschließen. Das ist überhaupt nicht das Thema, sondern es geht darum, Wachstumspotenziale für das gesamte Land zu nutzen. Das IFO-Institut weist uns aus, dass wenn wir 10% Breitbandnutzer zugewinnen, wir 0,9 bis 1,5% Punkte zusätzliches Wirtschaftswachstum generieren. Und dieses zusätzliche Wirtschaftswachstum hat Nordrhein-Westfalen dringend nötig, nötiger als alle anderen westdeutschen Flächenländer, denn McKinsey oder auch IFO oder das IW Köln, Entschuldigung, weisen uns ja unsere Wachstumsschwäche nach. Seit 2008 8% Wachstumslücke auf Bayern. Die NRW-Wirtschaft schrumpft immer viel, viel schneller als die anderen, wächst aber seit 1989 Jahr für Jahr unterdurchschnittlich. Deswegen hätten wir hier eine Riesenchance, mit einer Breitbandförderung Wachstumspotenziale zu nutzen. Und damit, Sie kennen die Zahl, 3,2 Milliarden Euro Steuermehreinnahmen, wenn wir diese Wachstumslücke schließen würden, für das Land und die Kommunen zu generieren. McKinsey weist zudem aus, 300.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte bei Schließen dieser Wachstumslücke. Und jetzt kann man sich natürlich grundsätzlich unterhalten, ich bin gerne bereit dazu, welche Art von Wirtschaftsförderung denn die richtige ist. Und wir haben natürlich alles gesehen in den letzten Jahren, auch unter bürgerlichen Regierungen, Clusterpolitik und all diese Dinge. Ich glaube, dass das alles völlig in Ordnung ist. Wir fordern ja auch nur 10% und nicht das Völlige auf den Kopf stellen.
Aber wenn ich eine Technologieförderung habe, wenn ich eine Wirtschaftsförderung habe, die branchenunabhängig ist und regionenunabhängig, dann würde ich dieser jedenfalls immer den Vorzug geben als anderen Ideen, sie mindestens mit 10% partizipieren lassen an den Fördermitteln. Koalitionsvertrag Rot-Grün schreibt, sie wollen bis 2018 50 MBit mit 9 Millionen Euro jährlich, mit ELA-Förderung und der KMU-Förderung in der zweiten Säule. Da sind 15% der Gesamtfördermittel drin. Damit macht man auch Meisterprämien und all diese Sachen. Aber es wird am Ende ganz, ganz wenig. Mit dieser kleinen Förderung beim Breitbandausbau schaffen wir bis 2018 das, was Sie sich selber vorgenommen haben, unter Garantie nicht. Und deswegen, glaube ich, müssen wir bei dem Thema nacharbeiten. Nicht, weil sich irgendjemand korrigieren müsste, nicht, weil es um Rechthaberei ginge, das ist völlig wurscht, sondern weil ich glaube, dass für unser Land da einfach eine ganze Menge guter Chancen sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Wüst. Für die SPD-Fraktion spricht der Kollege Vogt. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Was erleben wir gerade? Wir erleben ein Schauspiel der Opposition, bei dem versucht wird, die Aktivitäten der Landesregierung im Bereich des ohne Zweifel wichtigen Ausbaus der Breitbandversorgung in NRW zu diskreditieren, schlecht zu reden oder einfach zu leugnen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass hier von einigen Oppositionsvertretern großzügig davon abgelenkt wird, was nicht nur in der Regierungszeit hier in NRW, sondern auch auf Bundesebene und die schwarz-gelbe Regierungszeit ist ja noch gar nicht so lange vorbei, verfehlt wurde. Sie bedienen sich einer ganzen Reihe fragwürdiger und auch falscher Darstellungen der Einsatzmöglichkeiten von Mitteln aus dem EFRE-Programm. Und der Kollege Schmelzer hat Ihnen ja gerade ausführlich erklärt, wie dieses Programm geöffnet wurde, dass kleine und mittelständische Unternehmen, Gewerbegebiete vom Netzausbau und von der Förderung durch EFRE profitieren können. Und genau das Gleiche hat auch der Wirtschaftsminister, was er auch gerade sehr ausführlich hier dargestellt hat, im letzten Wirtschaftsausschuss, das war in der letzten Woche, ausführlich erklärt. In dieser Sitzung waren Ihnen dieses Thema aber so wichtig oder so unwichtig, dass, als der Wirtschaftsminister es erklärt hat, Herr Kollege Wüst, der ja hier diese Aktuelle Stunde beantragt hat, gar nicht anwesend war. Herr Bombis ist während des Tagesordnungspunkts auch rausgegangen, konnte sich nicht anhören, was der Wirtschaftsminister gesagt hat. Also diejenigen, die sich heute hier hinstellen, haben in der letzten Woche weder im Wirtschaftsausschuss richtiges Interesse gezeigt, noch im Begleitausschuss, was Herr Schmelzer gerade erklärt hatte. Dies galt auch für die Piraten. Wir beim Begleitausschuss waren Sie gar nicht anwesend. Wenn wir uns ansehen, was von Herrn Wirtschaftsminister Dünen vorgestellt wurde, sind also Fördermöglichkeiten für Industriegebiete, für kleine und mittelständische Unternehmen gegeben. Die Landesregierung will darüber hinaus aus dem ELA-Programm für den ländlichen Raum Mittel bereitstellen. Und anstatt das zuzugestehen, dass hier in diesem Rahmen bestmögliche Bedingungen für den Breitbandausbau geschaffen werden, lenken Sie hier von Untätigkeiten aus der Vergangenheit ab. Ja, leistungsfähiger Breitbandausbau ist ein zentraler Standortfaktor für NRW. Da sind wir auch gar nicht unterschiedlicher Meinung. Und wenn wir die Bundesländer vergleichen, steht Nordrhein-Westfalen im Vergleich anderer Flächenländer recht gut da. Dennoch gibt es natürlich etwas zu tun. Und um eine weitere Verbesserung zu erreichen, brauchen wir eine Zusammenarbeit von Bund, Land, Kommunen und den Telekommunikationsunternehmen. Und wir brauchen natürlich, und das ist auch unbestritten, in diesem Bereich eine verbesserte Koordination. Das ging auch aus dem letzten Expertengespräch hervor. Um diesen
Prozess besser zu koordinieren, hat Herr Minister Dün einen runden Tisch einberufen. Herr Schick, dass Sie gerade diesen runden Tisch kritisieren, hatten Sie ja vorhin am Anfang gemacht, finde ich schon etwas merkwürdig, weil nachdem Herr Dün diesen runden Tisch Ende letzten Jahres einberufen hatte, hat Ihr Minister Dobrindt auf Bundesebene Anfang des Jahres das Gleiche gemacht. Was hier gut ist, scheint auch im Bund gut zu sein. Wenn Sie das nicht anerkennen, dann haben Sie innerhalb Ihrer Partei ein Problem. Wir haben darüber hinaus hier in Nordrhein-Westfalen als Beratungsunternehmen Breitband Consulting NRW. Dort werden Gemeinden, dort werden Landkreise beraten. Wir haben ein Förderprogramm und Unterstützung von der NRW-Bank. Und natürlich, wir haben, wie heute dargestellt, die Fördermöglichkeiten über EFRE und die Beabsichtigung über ELA, weitere Mittel zu schaffen. Sie sehen, die Landesregierung geht die Sache an. Und Sie haben hier immer wieder betont, dass es Vergleiche zu anderen Bundesländern gibt. Sie haben auch im Wirtschaftsausschuss darauf abgehoben und nehmen immer ein Musterbeispiel Bayern. Bayern, wenn man sich es genau anschaut, hat ähnliche Probleme in der ländlichen Struktur. Und dann sagen Sie, um diese unterversorgten Gebiete zu versorgen, hat Bayern ein Landesprogramm aufgelegt, 500 Millionen Euro für die Breitbandförderung. Klingt erstmal innovativ, klingt erstmal interessant, aber schauen wir mal genauer hin. Dieses Landesprogramm bedient sich nicht EFRE-Mittel. Und wenn man genauer hinguckt, ist dieses Landesprogramm so angelegt, dass das Land in den meisten Fällen nur 50% fordert, den Rest müssen die Kommunen bezahlen. Und wie erfolgreich dieses Landesprogramm in Bayern ist, macht eine Zahl deutlich. Dieses Landesprogramm wurde aufgelegt im Dezember 2012. Das ist knapp 15 Monate her. Was meinen Sie wohl, wie viele Gemeinden in diesen 15 Monaten bisher einen Förderbescheid erhalten haben? Zwei Gemeinden in Bayern haben innerhalb von 15 Monaten einen Förderbescheid aus diesem Landesprogramm erhalten. Das sagt alles darüber aus. Da versuchen Sie in jeder Ausschusssitzung uns zu erzählen, in Bayern ist alles besser, in NRW läuft zu wenig, in Bayern gibt es große Probleme und Sie sollten sich überlegen, ob Sie, wenn Sie diesen Bundesländervergleich machen, immer Bayern als Beispiel heranziehen. Meine Damen und Herren, nehmen Sie zur Kenntnis, die NRW-Landesregierung ist auf einem guten Weg und Minister Dün hat die Möglichkeiten der Breitbandförderung im Sinne von kleinen und mittelständischen Unternehmen durch EFRE geschaffen. Darüber hinaus bringt die Landesregierung die Koordination der Beteiligten voran und versucht natürlich auch über das ELA-Programm Mittel für den ländlichen Raum bereitzustellen. Und Herr Wüst, Herr Schick, gerade Sie, die ja auch diese Aktuelle Stunde mit beantragt haben. Wenn es Ihnen um mehr geht, als hier eine Show zu veranstalten, dann helfen Sie doch mit, dass Mittel nach NRW fließen. Ihre Partei oder Schwesterpartei stellt den selbsternannten Internetminister im Bund. Sorgen Sie mit dafür, dass Mittel nach NRW fließen und dass es eine gemeinsame Aufgabe und einen gemeinsamen Erfolg des Ausbaus hier in Nordrhein-Westfalen gibt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Vogt. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Brockes. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, Herr Kollege Bolte, ich kann es sehr gut verstehen, dass Sie mich mit dem Kollegen Bombis verwechseln. Schließlich haben wir ja sowohl denselben Friseur wie auch denselben Fitnessberater scheinbar. Aber um zur Sache zu kommen, ich fand das ehrlich gesagt genauso wie leider beim Kollegen Vogt äußerst peinlich, wenn Sie hier als netzpolitischer Sprecher Ihrer beiden Fraktionen, ja, so einen Luxus leisten wir uns gar nicht bei den Liberalen, aber wenn Sie sich als netzpolitischer Sprecher hier so hinstellen
und erklären, begründen, warum es in Nordrhein-Westfalen eben nicht geht und das Ganze auch noch schönreden, meine Damen und Herren. Das ist äußerst peinlich, um dies sehr deutlich zu sagen. Und genauso, Herr Kollege Schmelzer, also ich habe mich ja sehr gefreut und ich nehme das wirklich gerne mit, dass ich jetzt bei Ihnen ein geschätzter Kollege bin. Vielen Dank, das gibt eine ganz neue Diskussionsebene, auf der wir uns jetzt begeben. Aber wenn Sie dann auch hier wieder hingehen und sich hinter der Kommission verstecken, wie oft müssen wir Ihnen das denn noch erklären? Ja, die Kommission wollte es nicht, aber das Europaparlament hat europäisches Recht geschaffen. Und dieses Recht, das steht hier in dem Papier, in dem Amtsblatt der Europäischen Union, dieses Recht haben wir jetzt und das sollen wir dann auch gefälligst nutzen für unsere Bürgerinnen und Bürger, meine Damen und Herren. Und da stehen die Investitionsprioritäten drin, da steht der Ausbau der Infrastruktur auch für gute Bereiche, für diejenigen, für die entwickelten Regionen, steht dort unter dem Punkt Artikel 5, Verbesserung der Barrierefreiheit sowie der Nutzung und Qualität von IKT durch Ausbau des Breitbandzugangs und des Hochgeschwindigkeitsnetzes und Unterstützung des Einsatzes neu entstehender Technologien und Netze in der digitalen Wirtschaft. Das steht hier und das sollen wir gefälligst auch nutzen. Und deshalb muss ich ehrlich sagen, fand ich es, Herr Minister, nicht fair. Nicht fair. Sie wussten, dass wir im Ausschuss die Anhörung, die Expertenanhörung am Mittwoch, den 19. März hatten. Und da ist deutlich geworden, dass wir dies im operationellen Programm auch nutzen können. Und wenn Sie wissentlich, dass wir dieses Expertengespräch haben, dann zwei Tage vorher hingehen und Ihr operationelles Programm bei der Kommission anmelden, ohne diese Punkte, dann muss ich ehrlich sagen, dann zeigt dies, dass Sie da Angst vor dem Parlament haben und dass Sie uns hier leider nicht ernst nehmen, meine Damen und Herren. Und dann kommen wir zu dem Punkt KMU-Anbindung. Da sagen Sie immer bei KMU-Anbindung sofort, ja, wenn dann das neue Gewerbegebiet ist. Ja, wo sitzen denn in Nordrhein-Westfalen die KMUs? Die sitzen doch nicht alle in neu zu bauenden Gewerbegebieten. Schauen Sie sich doch mal eine Karte an von einem Ort. Ja? Sie finden überall im Ort verteilt kleine und mittelständische Unternehmen. Das ist auch der einzelne Dienstleister, der seinen Computer hat und dort Dienstleistungen anbietet und teilweise sekundengenau reagieren muss, um den einen Auftrag oder den anderen zu erhalten. Und dann nutzt es ihm nichts, wenn Sie nur neue Gewerbegebiete anbinden, meine Damen und Herren. Also deshalb, meine Damen und Herren, wir erwarten, dass hier die Landesregierung weitaus aktiver wird, als sie es bisher getan hat, nicht nur runde Tische. Wir haben insofern ja sogar Verständnis, der Finanzminister ist jetzt wieder gegangen, dass bei aller falscher Prioritätensetzung Sie die Breitbandförderung im Landeshaushalt nicht vorsehen. Aber umso wichtiger ist es doch, dass Sie dann hier die EFRE-Möglichkeiten auch nutzen für unser Land, um voranzukommen. Und deshalb sage ich Ihnen, die ganzen runden Tische, das ganze Gerede, das bringt uns nicht weiter. Herr Bolte hat ja eben den Vorschlag gemacht, lassen Sie uns über Ausbauwege vor Ort reden. Ganz konkret, Herr Minister, biete ich Ihnen jetzt hier an. Meine Burggemeinde Brüggen, dort haben wir einen Breitbandbeauftragten. Also das, was Sie fordern, haben wir schon alles. Ja? Ich bringe den zu Ihnen ins Haus, Sie stellen Ihre Mitarbeiter zur Verfügung und wir schauen dann mal, was wir an Unterstützungsmöglichkeiten ganz konkret haben. Denn auch die ELA-Mittel bis 2 Mbit nutzt da nichts. Wir haben ein Versorgungsproblem über 2/3 unserer Gemeinde im Bereich von 2 bis 6 Mbit. Und das, lieber Kollege Bolte, das ist das Problem, nämlich in Nordrhein-Westfalen. Und da sind wir schlechter als Bayern, da sind wir schlechter als Hessen. Und deshalb brauchen wir da auch nicht auf Bundesprogramme oder dergleichen zu warten. Wir müssen hier unsere Hausaufgaben machen. Ich hoffe, Sie nehmen dieses Angebot an, damit wir mal konkret den Leuten zeigen, wie wir auch helfen können. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank, Herr Kollege Brocke. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Frau Kollegin Schneckenburger.
Guten Morgen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, man hat ja den Eindruck, dass nicht nur der Fortschritt eine Schnecke ist bei der CDU, sondern auch die Erkenntnis. Herr Wüst, 2005 wäre es noch originell gewesen, wenn die CDU in Nordrhein-Westfalen sich für den Breitbandausbau eingesetzt hätte. Da wäre es übrigens auch in der Sache noch richtig vorne gewesen. Heute, nachdem Sie in Nordrhein-Westfalen 5 Jahre regiert haben, von 2005 bis 2010, bis dann vorbei war, und nachdem Sie 9 Jahre in der Bundesregierung sitzen, fragt man sich natürlich schon, warum die CDU jetzt erkennt, dass Breitband eine wichtige Infrastruktur für Nordrhein-Westfalen und für die Bundesrepublik ist. Und man fragt sich noch viel mehr. Und man fragt sich noch viel mehr, was hat die CDU eigentlich getan bislang? Was haben Sie denn getan in der Zeit unter Ihrer Wirtschaftsministerin Toben? Was tun Sie denn im Moment im Bund? Sie haben die Milliarde, Herr Wüst, ja selbst erwähnt, die in den Koalitionsverhandlungen auf dem Tisch lag und vom Tisch genommen worden ist für den Breitbandausbau. Wenn Sie ehrlich wären, dann würden Sie zugeben, dass Ihr Minister, Ihr Internetminister von Ihrer Schwesterpartei nichts tut und auch nichts tun kann, weil er nichts in der Hand hat für den Breitbandausbau in der Bundesrepublik. Das ist die Realität. So, wie viel Priorität das bei Ihnen hat, das Thema, das sieht man auch daran, dass Sie zwar eine Aktuelle Stunde beantragen, aber ich kann jetzt nicht erkennen, dass das Interesse besonders groß ist bei Ihnen. Tatsächlich ist es so, und das versuchen wir ja jetzt schon seit Längerem an diesem Vormittag mit Ihnen zusammen zu diskutieren und Ihnen auch noch mal nahezubringen, tatsächlich ist es so, dass ein Infrastrukturausbau flächendeckend aus EFRE-Mitteln nicht möglich ist. Die Landesregierung hat im OP angemeldet Mittel für Breitbandausbau, insbesondere für den Anschluss kleiner und mittlerer Unternehmen. Es gibt einen Zugang auch im ELA, auch da eine Fördermöglichkeit. Das sind die Förderstränge, die vorhanden sind in Nordrhein-Westfalen. So, wenn Sie in der Lage gewesen wären, auf Bundesebene noch Geld für uns zu besorgen, dann würden wir das selbstverständlich auch hier in Nordrhein-Westfalen annehmen. Ich glaube, da würde niemand sagen, wir nehmen das Geld des Bundes mit, sondern ganz im Gegenteil, Herr Wüst, da könnten Sie dann auch mal segensreich wirken. Der Herr Bombis und der Herr Brockes können da jetzt nicht mehr so segensreich wirken, aber das ist auch nicht so schlimm. So, also, Breitbandausbau ist eine wichtige Aufgabe von Nordrhein-Westfalen, nicht nur für kleine und mittlere Unternehmen, sondern auch für größere Unternehmen. Das ist eine der Zukunftsaufgaben, die wir zu erfüllen haben, gemeinsam auch zu erfüllen haben, auch mit der Bundesebene. Ich will nur noch mal deutlich machen, dass ich das schon gut finde, dass es da einen gewissen Paradigmenwechsel gibt. Weil bislang habe ich zum Beispiel Gespräche mit den IHK in Nordrhein-Westfalen vor allen Dingen so erlebt, dass sie gesetzt haben auf den Ausbau von Straßen, Fernstraßen, Logistik. Aber dieses wichtige Segment Breitband, das ist erst in den letzten Jahren da etwas weiter in den Vordergrund gerückt. Ich glaube, es ist notwendig, dass wir uns gemeinsam klar machen, welche Bedeutung ein Ausbau von Infrastruktur, digitaler Infrastruktur für Nordrhein-Westfalen, für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen hat. Deswegen finde ich es übrigens auch gut, dass die Landesregierung einen Beauftragten für die digitale Wirtschaft einsetzen will, der ja nächste Woche seine Arbeit aufnimmt. Das ist ein Wachstumsfeld für unser Bundesland, und das sollten wir an dieser Stelle auch nicht vorbeigehen lassen. Der Antrag, den Sie heute zur Begründung der Aktuellen Stunde auf den Tisch gelegt haben, geht aber an der Sache vorbei. Es ist Ihnen jetzt mehrfach erklärt worden. Was gut wäre, wäre ein Stück mehr Ehrlichkeit in der Debatte. Wir haben in dem Sachverständigengespräch, finde ich, einen wichtigen Hinweis darauf erhalten, dass wir einen Netzausbauplan der Kommunen brauchen. Mehr Ehrlichkeit heißt dann auch, dass es um eine gemeinsame Kraftanstrengung aller Ebenen in Nordrhein-Westfalen gehen muss, der Kommunen, des Landes. Aber notwendig wäre eben auch eine Unterstützung des Bundes. Und ich glaube, mehr Ehrlichkeit in der Debatte würde der Sache an dieser Stelle auch guttun. Breitbandausbau ist wichtig. Die Mittel, die uns die EU zur Verfügung stellt, sind begrenzt an der Stelle. Wir werden dafür sorgen, dass sie zielgerichtet eingesetzt werden. Und wir werden auch dafür sorgen, dass es einen Plan gibt, der alle Ebenen mit einbindet. Dankeschön. Applaus
Vielen Dank, Frau Kollegin Schneckenburger. Für die Fraktion der Piraten spricht der Kollege Schwert. Prima. Herr Kollege Schwert, weil Sie das gerade so demonstrativ gemacht haben, ich wollte nur mal darauf hinweisen, es ist keine Privatangelegenheit der Präsidentin, sondern es ist ein Beschluss des Präsidiums. Ist mir bekannt. Das ist ja auch nicht so schlecht. So, es gibt viel zu sagen. Herr Schmelzer, Herr Bolte, Sie reden so viel von Nebelkerzen. Ich fürchte, es ist kein Nebel, es sind Ihre Brillen, die mächtig beschlagen sind. Frau Schneckenburger, Herr Schmelzer, Herr Bolte, Herr Vogt, der Herr Brockes hatte schon mitgehabt, das Amtsblatt der Europäischen Union, das Ihnen möglicherweise nicht so ganz bekannt ist. Ich habe nämlich die Version hier mit, die ist vom 20.12.2013. Dort werden unter anderem diese verschiedenen Förderachsen beschrieben. Und davon, wir wissen schon drei, da ist schon oft drüber geredet worden, Forschung, technische Entwicklung und Innovation ist eine, Stärkung KMUs ist eine zweite, die CO2-Verringerung eine dritte. Und es gibt eine vierte, die nennt sich Verbesserung der Barrierefreiheit sowie Nutzung von und Qualität von IKT. Darunter fällt der Breitbandausbau. Sie erzählen uns nach wie vor, dass diese zweite Achse nicht gefördert werden dürfte in entwickelten Regionen. Wenn ich aber mir die EFRE-Verordnung auch vom 20.12.2013 angucken, da steht drin unter Artikel 4 thematische Konzentration 1a in stärker entwickelten Regionen und dort werden die Nummern aufgezählt 1, 2, 3 und 4. Da findet sich kein Ausschluss. Das ist tatsächlich etwas, was von der EU-Kommission zwar diskutiert wurde, aber was spätestens seit dem 20.12. kassiert worden ist. Also so gesehen, tut mir leid, alles, was Sie hier heute hier am Pult erzählt haben, dass das nicht möglich sei, ist falsch. Sie irren sich einfach. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass Minister Dün sich so verteidigen wird mit dem runden Tisch und all das. Aber ich sehe im Moment immer noch keinen Plan, keine Strategie für den Ausbau. Wir haben einen Plan gefordert, einen Fahrplan, wie dieser Ausbau stattzufinden hat. Sie werfen uns vor, uns würde nichts anderes einfallen als die Förderung zu EFRE. Obwohl, werfen Sie mal einen Blick in unseren Antrag, der stammt vom März 2013, der ist schon ein Jahr alt. Lesen Sie mal die Stellungnahmen der Experten während der Anhörung, die bereits im Oktober letzten Jahres stattgefunden hat. Da sind jede Menge andere Ideen drin, die Sie bislang ignorieren. Es geht um eine übergreifende Koordination zum Beispiel, die gemacht werden soll, wie das mit der Leerrohrausbau koordiniert werden soll, wie sich zum Beispiel die unterschiedlichen Kommunen dazu positionieren zu haben. Das wäre eine Aufgabe, die Sie hätten übernehmen sollen. Die haben Sie bis heute verschlafen. Die Mittel, die Sie in den ganzen anderen Programmen immer erwähnen, auf die wir uns konzentrieren sollen, das sind etwa 10 Millionen Euro. Ich frage mich, wie wir damit einen 50 Mbit-Ausbau flächendeckend im ganzen Land herkriegen wollen. Dieser runde Tisch, den Sie gesagt haben, wo Sie sagen, das wäre eine tolle Idee gewesen, das ist im Grunde nur ein Schieben auf die lange Bank gewesen. Wir haben 6 Monate gebraucht, ihn einzuladen und dann nach der ersten Runde seiner Beratung kommt im Grunde nur das raus, was wir schon seit der Expertenanhörung im Oktober letzten Jahres wissen. Da steht nichts anderes drin. Ich hätte eigentlich erwartet, dass da die ersten Maßnahmen zur Umsetzung drin gestanden hätten. Das ist nicht der Fall. Also wenn Sie schon nicht auf die Opposition hören, dann tun Sie mir einen Gefallen, hören Sie wenigstens auf das Urteil der Experten. Das Thema Breitbandausbau muss Chefsache sein. Wenn Sie sich die Anhörung, die wir vergangene Woche durchgeführt haben, anhören, wo Herr Dr. Faber vom Landkreistag NRW und Herr Dr. Karg, Experte, den Sie benannt haben, waren, da war im Grunde jeder einzelne Satz eine Ohrfeige für die Regierung. Da wurde schon damals gesagt, dieses Partnerschaftsabkommen, was hier immer vorgeschrieben wird, das ist deskriptiv, das hat beschreibenden Charakter. Das ist keine Gesetzgebung an dieser Stelle. Dr. Faber sagte, es gab ein offenes legislatives Fenster, diese zweite Förderungsakte in unserem EFRE-Umsetzungsplan hier reinzuschreiben. Dieses Fenster haben Sie versäumt. Das ist Ihr Versäumnis an der Stelle. Das wäre Verhandlungssache gewesen und diese Verhandlungsposition haben Sie einfach nicht
wahrgenommen. Und wenn man über ELA redet, auch da muss jedem klar sein, unter ELA, die Förderung ist auf 2 Mbit pro Sekunde beschränkt. Was ist das denn für ein Zukunftskonzept? Also derzeitig Ihr Kenntnisstand, den Sie vom Dezember 2013 hatten, wo Sie uns gesagt haben, der Antrag käme zu spät, der ist falsch, das konnte nicht standhalten, das haben Sie ja mittlerweile bisher eingeräumt. Also, Sie sind immer noch in der Lage, fördern Sie den Breitbandausbau als eigene Achse oder aber nutzen Sie wenigstens alle 3 Förderachsen dazu, den Breitbandausbau zu fördern, denn auch das geht. Man kann durchaus unter Quartiersentwicklung einen Breitbandausbau sehen, man kann durchaus unter Innovation und Forschung eine Notwendigkeit zum Breitbandausbau herleiten. Das haben Sie aber auch versäumt und so gesehen, tut mir leid, das ist nicht nur... Das ist jetzt nicht nur, dass wir Ihnen irgendwas vorwerfen, was aus der Luft gegriffen oder erfunden werden, sondern das ist ganz konkret und ganz konkret belegbar. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schwert. Für die Landesregierung spricht nun mal Herr Minister Wien. Vielen Dank, Herr Präsident. Ein paar Bemerkungen zu der Debatte hier in der zweiten Runde. Ich glaube, es ist mittlerweile müßig, die juristischen Einschätzungen hier noch mal auszutauschen. Es ist von verschiedenen Rednern, die dabei gewesen sind, noch mal auch auf die Erläuterung im Begleitausschuss hingewiesen worden. Und wenn man sozusagen dann eine juristische Vorschrift, die mit der anderen nichts zu tun hat, aber hier rhetorisch versucht, doch miteinander zu verknüpfen, dann kommt man auch auf so einer innerlichen Ebene nicht mehr weiter. Aber was ich durchaus noch einmal aufgreifen will, Herr Schwert, ist, dass wir in der Tat sowohl im Ausschuss als auch wo immer wir uns begegnen, bis hin eben dann auch bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Runden Tisches oder in Gesprächen mit dem Beauftragten für die digitale Wirtschaft, eine ganze Reihe von den konkret gemachten Punkten, ob jetzt bei Ihnen im Antrag, in Anträgen anderer Fraktionen oder auch bei den, in den Aussagen der Experten, bis hin zu solchen Fragen wie, wo haben wir eigentlich Beauftragte? Ich erinnere nur noch mal daran, auch wenn im Wahlkreis von Herrn Borkes sozusagen da schon Aufgaben erledigt worden sind, dass wir beispielsweise auf der Ebene der Landkreise nur in 50% solche konkret benannten Beauftragte haben, die eben dann für solche Sachen auch zuständig sind und die sich dann darum kümmern können. Deswegen reden wir ja gerade mit den kommunalen Spitzenverbänden oder auch mit den vor Ort Verantwortlichen, damit sich das ändert. Also, was ich sagen will, ist, dass wir über diese konkreten Vorschläge intensiv miteinander beraten sollten, um das Beste, um auch die besten Beispiele, auch darauf habe ich in vergangenen Debatten hier schon hingewiesen, Wettringen sei Ihnen da noch mal in Erinnerung gerufen, wo es ein solches Modell gegeben hat. Die Vielfalt ist enorm, dass wir darüber in das Gespräch kommen. Was ich noch zusätzlich sagen will, auch als grundsätzliche Bemerkung, Herr Wüst, ich glaube, uns kann mehr einfallen als das, was McKinsey irgendwo mal aufgeschrieben hat. Also dort ein bisschen immer nur darauf zurückzukommen. Und wenn Sie mehr getan hätten, als die damalige Vorlage zu lesen, dann wüssten Sie, dass wir gerade mit denen, die das da aufgeschrieben haben, in einer ganzen Reihe von Punkten in sehr konkreten Gesprächen sind, wie sich einige der Ideen, sicherlich nicht alle, aber einige der Ideen auch konkret umsetzen lassen. Im Übrigen, Herr Wüst, auch das will ich Ihnen dann nicht ersparen, jedenfalls Sie bitten, weil Sie auf das Tonband der Sitzung hingewiesen haben, das bis zum Ende zu hören. Und nicht nur so lange noch mal abzuhören, wie Sie selbst auch im Raum gewesen sind, bevor Sie dann, was völlig legitim ist, Pressearbeit gemacht haben zu dem Thema. Aber in dem Moment, wo Sie den Ausschuss verließen, habe erstens ich die exakte Formulierung aus dem operationellen Programm noch einmal vorgetragen, habe, das war ja meine erste Wortmeldung zu diesem Tagesordnungspunkt im Verlauf der Ausschusssitzung, habe Ihnen auch den Zusammenhang noch einmal erläutert. Und wenn Sie dann, wenn Sie das nicht hören wollen, egal, aber wenn Sie dann noch mal die Stellungnahmen der beiden Experten im Anschluss sich zu Gemüte führen, die sehr wohl zum Ausdruck gebracht haben,
bei all den kritischen Anmerkungen, die Sie auch vorher gemacht haben, das will ich ja gar nicht ignorieren, habe ich ja gerade was zu gesagt, aber dass Sie dann gesagt haben, hier ist genau der entscheidende richtige Schritt jetzt gemacht mit der Formulierung in dem operationellen Programm, mit dieser Öffnung für kleine und mittelständische Unternehmen und dass das auch im Rahmen einer Gesamtstrategie mit Beauftragten für digitale Wirtschaft, mit dem operationellen Programm, mit Runder Tisch, dass das eben dann doch die richtige Richtung ist. Das ist von beiden Experten ausdrücklich im Anschluss an meine Ausführungen bestätigt worden und das bitte ich dann auch nicht zu ignorieren. Und Herr Brockes, abschließend, ich weiß nicht, welches Verständnis Sie von exekutivem Handeln haben und von dem Zusammenspiel auch zwischen Abgeordneten und Regierung. Ich bin gerne bereit, alle, die nach einem solchen Termin nachsuchen, natürlich bei mir auch mit den Experten in meinem Hause zu empfangen. Aber was wir nicht machen, ist sozusagen eine Bevorzugung von einzelnen Wahlkreisen, weil der Abgeordnete den Minister kennt. Das gilt für Oppositionsabgeordnete im Übrigen genauso wie für Regierungsabgeordnete. Sondern wir brauchen Regulierungen und Maßnahmen, die für alle in gleicher Weise erfolgversprechend sind und dann hoffentlich auch für das von Ihnen genannte Beispiel. Mein Respekt, und das dürfen Sie mir persönlich glauben, vor den gewählten Abgeordneten und auch vor den Institutionen ist enorm. Dafür habe ich das auch lang genug selbst auf der Seite betrieben. Aber was wir natürlich nicht machen können, ist, dass wir auf Sie warten, in unseren Aktionen, wenn wir mit dem operationellen Programm und mit unserer klaren Linie auf den Weg gehen wollen und das mit der Kommission zusammen verabreden wollen und wir sowohl verwaltungstechnisch als auch politisch die Dinge klar haben, dann warten wir damit nicht auf die Opposition. Das sei einer Regierung dann auch zugestanden. Herzlichen Dank. Ja. Vielen Dank, Herr Minister. Für die CDU-Fraktion hat sich der Kollege Büsi gemeldet. Sehr geehrter Herr Minister, nein, ich habe hier nicht die Abschrift des Tonbands, jedenfalls nicht komplett, aber einen Teil habe ich hier schon. Ich halte den runden Tisch, so Herr Dr. Karg von SPD und Grünen benannter Sachverständiger, ich halte den runden Tisch für eine gute Institution und so weiter. Allerdings hat für mich der runde Tisch hier einen kleinen Konstruktionsfehler. Der runde Tisch ist immer dann gut, wenn ich ein Ziel habe, eine Strategie vereinbart habe und dann alle Akteure an den nämlichen runden Tisch hole, um auf das Ziel hinzuwirken. Solange wir kein Landesziel zum Thema Breitband und Internet haben, ist das mehr eine Gesprächsrunde. Aus meiner Sicht müsste die Strategie zuerst da sein und das ist aus meiner Sicht auch eine Sache, die von der Landesregierung kommen muss. So der von Ihnen selbst benannte Sachverständige. Also tun Sie nicht so, als sei das eine Bestätigung für Ihre bisherige Politik in Sachen Breitbandausbau gewesen. Sie sind ein Meister des schönen Wortes, Herr Minister. Sie haben eben den Eindruck erweckt, und das kann man sicherlich dann auch hier nochmal nachlesen, als hätte nach Ihrem Abschlussworten zu dem Thema, wo ich in der Tat, als kurz vor Ende klar war, da kommt nichts mehr, bin ich rausgegangen, da kam aber auch nichts Neues, ist ja heute nicht mal mehr was Neues gekommen, haben Sie den Eindruck erweckt, man solle dann nochmal die Expertenmeinung danach hören, danach kam gar keine Expertenmeinung mehr, danach kam doch überhaupt gar nichts mehr, was in irgendeiner Weise Ihre Politik bestätigt hätte, Herr Minister. Sie brauchen nicht auf die Opposition zu warten, das verlangen wir überhaupt nicht von Ihnen. Sie hätten nur ab Sommer letzten Jahres zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Rechtslage sich geändert hat. Das wollten Sie nicht zur Kenntnis bleiben, dabei bleibe ich, weil es Ihnen zu viel Arbeit gewesen wäre, Ihren Kabinettskollegen die 10% aus den operationellen Programmen, aus den Einzelmaßnahmen rauszustreichen. Sie haben eben nicht kraftvoll zugegriffen, als die Chance da war, sondern haben darauf gehofft, es wird schon keiner merken. Und das ist eben der Fehler an dem Punkt, es wäre möglich gewesen und Sie haben es verschlabbert. Vielen Dank, Herr Kollege Wüst. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind damit am Schluss der Aussprache und ich schließe damit die Aktuelle Stunde. Bevor ich den Tagesordnungspunkt 2 aufrufe, hat nach § 31 unserer Geschäftsordnung der Kollege Schwert zu einer persönlichen Erklärung oder möchte eine persönliche Erklärung abgeben. Herr Kollege. Herr Präsident, vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit eröffnen, diese persönliche Erklärung abzugeben. Ich möchte natürlich Stellung nehmen zu dem T-Shirt, was ich heute trage. Mir ist bewusst, dass das Tragen politischer Symbole
nicht erwünscht ist hier in diesem Haus. Aber ich weise darauf hin, es handelt sich nicht um ein politisches Symbol, es ist ein T-Shirt einer Organisation, was verkauft wird. Und darin steckt natürlich ein Statement. Und das wendet sich gegen die flächendeckende Überwachung, die wir erleben. Und wenn man sozusagen damit bereits ein Problem hat, dann sollten wir uns vielleicht hier überlegen, an welcher Stelle wir die Grenze ziehen zu politischen Symbolen, an welcher Stelle wir die Grenze ziehen zu der freien und erlaubten Meinungsäußerung. Herzlichen Dank. Herr Kollege Schwert, ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass diese Bekleidungsfrage keine persönliche Meinung der Präsidentin ist, sondern dass es ein einstimmiger Beschluss des Präsidiums des Landtages von Nordrhein-Westfalen ist, bisher von allen Fraktionen auch so akzeptiert worden. Und eigentlich haben Sie den Paragraph 31 Erklärung missbraucht, denn es ist nicht möglich, das Präsidium im Rahmen des Paragraph 31 vom Pult aus hier zu kritisieren. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2. Antrag der Fraktion der CDU.